Montagabend im Ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Hart aber fair. Wir können wieder Koffer packen. Dieses Signal hatten sich viele vom heutigen Urlaubsgipfel europäischer Außenminister erhofft. Zu früh gefreut. Die Videokonferenz blieb ohne konkrete Ergebnisse. Und auch wenn die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wahrscheinlich ab 15. Juni aufgehoben wird, ist das kein genereller Starttermin für die Urlaubsplanung im Ausland. Man wird einfach genau hinsehen müssen, wohin sind Urlaubsreisen unter welchen Bedingungen tatsächlich möglich. Wie sicher ist es im Flieger, im Hotel, am Strand unter Praxisbedingungen? Und dann ist da ja auch noch die Grundfrage, wie erholsam kann eigentlich ein Urlaub mit Mundschutz, mit Abstand und Dauerdesinfektion sein? Außerdem, was bedeutet das alles fürs Buchen oder vielleicht auch fürs Stornieren? Hart aber fair sucht nach Antworten mit diesen Gästen. Thomas Bareis, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, sagt, der Urlaub in diesem Jahr wird anders aussehen, als wir das gewohnt sind. Aber ich bin optimistisch, dass wir unsere Sommerferien nicht nur im Inland, sondern auch im europäischen Ausland verbringen können. Alexander Kekulé, der Virologe und Epidemiologe, sagt, Urlaub im Ausland ist zwar in Ordnung, aber man sollte sich gut überlegen, was man dort macht. Abstand halten und Vermeidung von Menschenansammlungen sind auch dort oberstes Gebot. Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht lebt die meiste Zeit auf Mallorca und betreibt dort eine Bar. Er sagt, Mallorca lebt vom Tourismus und wenn der nicht mehr stattfindet, dann bricht hier alles zusammen. Maike Murturis, die Reiseverkehrskauffrau, sagt, wir Reisebüros haben in den letzten Jahrzehnten schon einige heftige Krisen überstanden. Aber Corona reißt uns in den Abgrund, wenn der Staat nicht hilft. Rolf Selige Steinhoff ist Hotelier auf Usedom und darf seit heute seine Hotels wieder öffnen. Er sagt, wir haben in puncto Hygiene für die Sicherheit unserer Gäste alles auf Corona getrimmt. Wir tun alles, damit trotz der neuen Regeln Urlaubsfeeling aufkommt. Und später in der Sendung Annabelle Oehlmann von der Verbraucherzentrale Bremen. Sie sagt, kostenfrei stornieren ist auch in Corona-Zeiten nicht einfach. Aber man muss nicht alles akzeptieren, was einem die Reiseunternehmen anbieten. Ja, sollte man eine Sendung über Urlaub in Corona-Zeiten mit einem Virologen anfangen? Warum eigentlich nicht? Ich probiere es mal. Herr Professor Kekulé, nach allem, was Sie als Virologe über das Virus wissen, erlauben Sie sich selbst einen Sommerurlaub? Ich hoffe noch auf Sommerurlaub. Das hängt ja weniger von der Virologie als von der Politik ab im Moment. Was für Bedingungen da geschaffen werden, wo man hinfahren darf. Wo wollen Sie denn hin? Ich möchte sehr gerne nach Ägypten zum Windsurfen, wie jedes Jahr. Holla. Optimismus muss man haben. Hat der Mensch Kekulé da über den Wissenschaftler gesiegt? Nee, ich halte das für sicher. Ich glaube, auf dem Wasser erwischen mich die Viren nicht. Aber erst mal hinkommen ist ja die Frage. Und falls uns jetzt Herr Lauterbach zusieht, ein ehrenwerter Kollege, auch Epidemiologe, Mann vom Fach, er warnt, die Urlaubsrückkehrer könnten die Viren für eine zweite Welle im Herbst im Gepäck haben. Er hält das Ganze für viel zu gefährlich. Was würden Sie ihm antworten? Das wäre wahrscheinlich dann eine etwas längere Diskussion, aber letztlich muss man unterscheiden zwischen Reisen zwischen zwei Ländern. Also wenn Menschen von zwei Ländern hin und her reisen und jeweils die Krankheit mitbringen und eine Situation im Urlaub. Da ist es ja so, dass die Deutschen aus Deutschland ausreisen und sofern sie dort nicht besonders viel Kontakt mit den Einheimischen haben, kommen sie ja wieder zurück in die Heimat. Das heißt, sie nehmen das Virus schlimmstenfalls mit und bringen es wieder heim. Das ist eine ganz andere Situation als das, was Herr Lauterbach beschreibt, wenn quasi sich zwei kommunizierende Gefäße ausgleichen zwischen zwei Ländern, die unterschiedlichen Virusdruck haben. Ja, aber ob Urlaub immer so unter sich bleibt, Urlauber, das werden wir ja noch mal sehen. Darauf käme es an. Ja. Frau Murturis, Sie arbeiten in einem kleinen Reisebüro in Loma. Ist Ihr Büro im Moment mehr mit Stornierungen beschäftigt oder gibt es auch schon wieder Buchungen? Ja, ich sag mal, so 99% sind wir nur mit Stornierungen beschäftigt und vor allem aber auch E-Mails der Veranstalter lesen, Nachrichten schauen und gucken, was das nächste bringt, wie jetzt heute der Herr Maas wieder mitgeteilt hat, wissen wir jetzt immer noch nicht, wie es weitergeht. Das heißt, wenn ich dann morgen wieder im Büro sitze, kommen die Kunden wieder zu mir. Insofern
ich im Büro sein dürfte, muss ich dazu sagen. Also die Aufgabe muss mein Chef dann übernehmen. Und wir stornieren. Und das Schlimmste ist, wir stornieren Dinge, die wir schon im letzten vergangenen Jahr erwirtschaftet und erarbeitet haben. Und man reißt uns den Boden weg und wir kommen auch keine neuen Buchungen. Wir haben vielleicht, ich hatte jetzt letzte Woche 2 Anfragen für ein Ferienhaus, 1 Buchung davon. Aber was machen mir 400-500 €? Was bleibt mir dann übrig? Irgendwie muss mein Gehalt auch gezahlt werden. Wie groß ist Ihre Angst um Ihren Arbeitsplatz? Bei 500%, bei 1000%, also im Moment mehr als im Keller. Wenn nichts passiert, dann ja, bin ich. Ich habe die Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau gemacht. Ich lebe das mit Leidenschaft und ich möchte meinen Job auch nicht verlieren. Ich habe schon gesagt, okay, wenn das wirklich nicht irgendwie in der Politik möglich ist, fange ich ein Studium an, gehe in die Politik und ziehe alle anderen 100.000 Reiseverkehrskauffrau-Leute mit. Und dann ist die Politik arbeitslos, dann übernehmen wir das. Genau, dann ist Herr Baches ohne Job als Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Was da mit dem Schutzschirm ist, werden wir gleich noch besprechen. Herr Ochsenknecht, Sie leben seit vielen Jahren, den größten Teil des Jahres, auf Mallorca. Und von da aus sind Sie jetzt auch zugeschaltet. Ist übrigens ein Live-Bild hinten von der Kathedrale. Wenn Sie zu uns nach Deutschland geflogen wären, hier nach Köln zur Sendung, dann hätten Sie bei der Rückkehr auf die Insel 2 Wochen in Quarantäne gemusst. Zeigt das, wie weit wir immer noch weg sind von einer wie auch immer gearteten Urlaubsnormalität? Ja, ich meine, die Urlaubssituation ist eine Sache. Wir müssen ja Urlaub hin oder her, den man übrigens auch mal in Deutschland verbringen kann. Es ist ja auch nicht so hässlich, das deutsche Land. Es ist schon so, dass man sich natürlich den Dingen fügen muss. Diese Quarantäne, 14 Tage Quarantäne, ist ja auch erst seit letzten Freitag in Kraft getreten, wenn man hier einreisen möchte. Dann stellt sich aber auch die Frage, häusliche Quarantäne ist das. Stellt sich für mich gleich die zweite Frage, wie soll das denn aussehen? Wenn kann man das kontrollieren, wenn man sich dem nicht fügt? Ja. Hätte ich natürlich getan, ist ganz klar. Aber man darf einkaufen, man darf zum Arzt, man darf zur Bank, zur Apotheke. Und auch da kann man sich dann sofort wieder anstecken. Also das ist für mich viele Dinge etwas unlogisch und unverständlich. Ja, ich habe ein kleines Problem mit dieser Leitung. Wir haben 2 Töne, einen über Lautsprecher, einen habe ich im Ohr, das Ganze mit Verzögerung. Ich weiß nicht, wie Sie das zu Hause sehen. Ich hätte mir gewünscht, Herr Ochsenknecht wäre im Studio, aber wir basteln da noch ein bisschen dran. Mallorca, ich versuche es noch mal mit einer Frage, lebt ja tatsächlich ohne Touristen eigentlich überhaupt nicht. Wie haben Ihre Nachbarn, die Inselbewohner, diese Zeit erlebt? Wie groß ist die Angst um die Zukunft? Ja, das ist ganz brutal. Also man hat sich hier sehr diesen Maßnahmen und Vorgaben auch gefügt. Aber hier auf der Insel weiß ich, dass 300.000 Menschen bis jetzt seit der Ausgangssperre, die ja wirklich wir hatten, das war ja doch ein bisschen extremer als in Deutschland, also wir durften ja gar nicht aus dem Haus. 300.000 Menschen haben bis jetzt noch keinen Pfennig gesehen seit dem 14. März. Und das ist ganz schwer für viele, viele Leute, für viele Menschen. Also ich auch weiß nicht, wie sehr Sie betroffen sind. Ich höre Sie jetzt auch nicht mehr richtig. Und jetzt ist auch das Bild weg. Aber da sind Sie wieder da. Ich frage mal nach Ihrer Betroffenheit. Sie haben ein festes Einkommen, nicht als Schauspieler, aber Sie verdienen ganz gut, betreiben aber noch eine Musikbar in Santani und wie es da normalerweise zugeht, das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
So eine Kneipe lebt ja, wie in Deutschland, auch von der Stimmung, vom Klatschen, vom Tanzen. Haben Sie irgendwo noch eine Hoffnung, dass Sie das in diesem Sommer noch mal erleben werden? Ja, das ist alles, was wir haben können. Im Moment ist die Hoffnung. Wir dürfen ja jetzt schon wieder aufmachen, aber das macht keinen Sinn. Wir dürfen 50% der Tische nur außen auch belegen. Wenn wir da Mitarbeiter einstellen, wir haben 5 feste Mitarbeiter, die auch dieses Kurzarbeitergeld im Moment bekommen. Wenn wir 1-2 Leute einstellen, dann hört die Zahlung dessen sofort auf. Dann müssen wir das normale Gehalt wieder bezahlen. Und das ist sehr schwierig zu erwirtschaften, wenn keine Besucher kommen, wenn keine Touristen kommen, von denen wir ja schließlich dann auch leben. Ja. Insofern bleibt die Hoffnung. Ja, ich glaube, das teilen wir mit vielen, Herr Seliges-Steinhoff. Sie betreiben viele Hotels und auch Apartmenthäuser, meistens auf Usedom, aber auch ein Hotel auf Mallorca gehört zu Ihrer Gruppe. Haben Sie eine Idee, wann das wieder aufgehen könnte? Also wir gehen momentan von Mitte Juli aus, aber ich glaube, das ist nicht die einzigste Herausforderung, die wir haben, sondern wir haben auch das Problem, dass wir dann Flugkapazitäten brauchen. Die Balearen sind nur größtenteils über Flugzeuge erreichbar. Das bedeutet, wenn kein Flugangebot da ist, haben wir natürlich keine Möglichkeit, mit geöffneten Häusern an den Markt zu gehen. Aktuelle Studien sagen, dass wir derzeit mit 60-70% unserer Kollegen davon ausgehen, dass die öffnen werden. 10-15% der Hotels machen es gar nicht offen, weil unter anderem auch deutsche Veranstalter schon nicht mehr in 2020 die Balearen anfliegen werden. Trübe Aussichten. Ich habe ja eben gesagt, die meisten Häuser liegen auf Usedom. Und Ihre Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die hat vor ein paar Wochen gesagt, Ostsee ist immer besser als Ballermann. Wenn jetzt, gut, Ihre Meinung, Herr Ochsenknecht, müssen tapfer sein. Sie meint damit wahrscheinlich auch nicht die ganze Insel. Wenn die Deutschen jetzt massenhaft Urlaub hier im Inland machen und wir uns die Kapazitäten angucken, haben wir dann nicht bald ähnliche Zustände wie auf Mallorca früher? Nein, ich glaube, wir haben ein ganz anderes Bild. Wir haben natürlich jetzt eine ganz große Chance, dass wir zwischen dem Bayerischen Wald und der Nord- und Ostsee viel in den Sommermonaten profitieren können, weil viele Deutsche sicherlich sich eingeschränkt verhalten werden, was den Außenlandsaufenthalt betrifft. Darum, Herr Kekulé, ist ja schon sehr mutig, nach Ägypten zu gehen. Wir sind der Meinung, dass die deutschen Möglichkeiten, die wir anbieten können, großartig sind. Aber wir haben ja schon in der Vergangenheit in der Hauptsaison immer sehr hohe Auslastung gehabt. Eben, deswegen die Frage. Mehr können wir nicht machen. Genau, das heißt, es wird dann irgendwo ein Schild sein, wegen Überfüllung geschlossen. Was überhaupt möglich ist in den Hotels, das gucken wir uns gleich noch mal an. Herr Barreis, eben habe ich Sie schon mal erwähnt, Sie sind der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung. Wenn sich jetzt Zuschauer Gedanken über einen Sommerurlaub machen, Herr Kekulé träumt vom Ägypten. Wie würden Sie da vorgehen? Würden Sie eher ans Mittelmeer denken oder eher an die Nordsee, an die Ostsee? Also mal freue ich mich, dass wir jetzt Stück für Stück die nächsten Tage aufmachen können in Deutschland, dass wir die Restaurants, die Hotels, die Freizeitparks öffnen können und bis Ende Mai eigentlich hier vieles noch machbar ist. Ulrich Noxnecht hat gesagt, man muss sich fügen ein Stück weit. Das ist einerseits zwar richtig, aber ich glaube, Politik muss auch gestalten. Deshalb finde ich es gut, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt die Pandemie so weit zurückgedrängt haben, Infektionsketten auch so weit in den Griff haben, dass wir wirklich auch wirklich Stück für Stück öffnen können, dass wir in Deutschland Urlaub machen können, dass wir auch reisen können. Das auch immer beobachten müssen, auch mutig zwar vorangehen, schon reiten, aber nicht, sagen wir, zu unvorsichtig. Deshalb ist auch eine Frage, was passiert in den nächsten Wochen auch. Aber wenn wir weiterhin diese guten Zahlen haben, dann ist ein Urlaub in Deutschland möglich. In ganz Deutschland, hoffentlich aber auch in Europa und darüber hinaus. Daran arbeiten wir gerade sehr, sehr stark. Ja, die Frage ist aber, das fragen auch viele Zuschauer, welche Art von Urlaub kann man sich da eigentlich vorstellen? Unsere Zuschauerin Jutta Polzmann aus Wetter in Hessen hat uns geschrieben. Ich habe mit meiner Tochter und Enkelin einen Urlaub in Österreich gebucht. Im Moment möchte ich daran aber nicht denken. Strenge Auflagen in Hotels, Maskenpflicht, Einschränkungen vor allem für die Kinder und keine unbefangenen Zusammenkünfte mit anderen Gästen. Das alles nimmt im Urlaub jede Unbeschwertheit. Erst recht, wenn man wie ich altersmäßig zur Risikogruppe gehört. Da bleibe ich lieber zu Hause im Garten. Frage an die Runde. Wo bleiben der Urlaubsgenuss und die Erholung? Frau Muchturis, wenn unsere Zuschauerin Frau Polzmann zu Ihnen ins Reisebüro käme und würde das auch vortragen, was sie uns hier geschrieben hat, würden Sie Ihren Urlaub schmackhaft machen können? Mit welchen Argumenten?
Ich kann ihr den Urlaub nicht ganz so schmackhaft machen. Ich kann ihr nur so weit den Empfehlungen nachgehen, wie es halt eben in den Nachrichten, was die Virologen sagen, was insgesamt gesagt wird, weil die Gesundheit ist erstmal an erster Stelle für uns alle. Aber es ist tatsächlich so, dass ganz viele zu uns ins Büro kommen und genau diese Frage stellen. Wie soll der Urlaub aussehen? Mit Maske? Ich kann nicht vom Buffet essen, ich muss ein Menü wählen, ich habe einen Miniclub gebucht. Also das sind Punkte, die nicht erfüllt werden können. Oder können die erfüllt werden? Da kann ich keine Antwort drauf geben. Wenn ein Kunde reinkommt mit einer Familie, Urlaub machen möchte, er hat definitiv als buchungsrelevant eingegeben, er möchte einen Miniclub, er möchte damit ein Buffet die Kinder haben. Spaß haben. Damit die Kinder Spaß haben, dass sie was erleben können, aber auch die Eltern mal ihren Kaffee ohne die Kinder trinken können. Das ist Erholung, das ist Entspannung. Und so wie es die Dame halt eben auch formuliert hat, ich kann ihr diese Garantie nicht geben. Es wird wahrscheinlich keinen Miniclub geben. Masken kommt drauf an. Ich denke, das sind Sachen, wo man sich einfach auch dran gewöhnen muss. Wir haben überall jetzt Masken. Wir werden damit noch leben müssen, bis vielleicht die Virologen sagen, brauchen wir nicht mehr. Aber ich bin kein Arzt, ich kann der Kundin und auch keine Virologin. Ich kann der Kundin nicht sagen, was sie zu tun hat. Das ist eine ganz schwierige Situation und unter diesen Bedingungen möchten auch ganz viele Menschen leider nicht verreisen. Die Frage ist ja auch, wie kommen die Urlauber überhaupt an den Urlaubsort? Herr Barras, Sie wollen sichere Korridore für Urlauber schaffen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Werde ich dann vom Flieger gleich in den Bus gepackt und dann geht's direkt ins Hotel? Ich kann nicht links, ich kann nicht rechts. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Fan-Eskorte bei Fußballspielen. Also schön ist der Begriff nicht. Ich glaube auch, da kann man durchaus auch andere, sagen wir, Wege finden. Ich finde, dass die Menschen ja zwischendurch wissen, wie sie mit dem Virus umgehen müssen. Ich glaube, ich kann den Menschen vor Ort sehr viel zutrauen, wie sie damit umgehen können, wie sie Sicherheit schaffen. Das Abstand halten gehört dazu, aber viele andere Dinge. Und ich denke, dass vor Ort schon sehr, sehr viel passiert ist, auch in Hotels. Heute Nachmittag bin ich von Berlin hierher gefahren nach Köln und sowohl im Zug als auch im Hotel waren alle darauf eingerichtet, entsprechend sich vorzusorgen. Also ich glaube, dass die Menschen schon ein sehr, sehr hohes Sicherheitsgefühl haben, auch eine große Erwartung haben. Wir sind aber bei der Frage auch, Herr Barras, was bleibt von der Urlaubsstimmung übrig, zum Beispiel, ja, was diese Korridore angeht? Der Urlaub, der wird anders sein wie sonst, das ist klar. Jeder ist sich dessen bewusst. Ich glaube auch, dass auch Risikogruppen, ältere Menschen vielleicht Sorge haben, weil vielleicht nicht so oft jetzt in Urlaub fahren werden diesen Sommer, einfach noch vorsichtig sind, zu Hause bleiben. Aber ich denke trotzdem, dass für einen ganz, ganz großen Teil der Menschen, auch Menschen, die es verdient haben, in Urlaub zu gehen, jetzt auch wieder Urlaub möglich ist. Und das ist mal etwas, was gut ist. Und dann ist die Frage, auf was Sie sich einlassen. Die Anreise ist ja das eine, aber wie geht es dann am Strand zu? Und da gibt es viele Überlegungen. Hier sind ein paar Beispiele. Eine Zone für Familien, eine für Senioren, eine für Erwachsene ohne Kinder. So könnte der neue Strandalltag im spanischen Lloret de Mar laut Medienberichten aussehen. Andere Strände wollen demnach Parzellen ausweisen. In Alcudia auf Mallorca sollen die Sonnenschirme dabei mindestens 8 Meter auseinanderstehen. Und in Italien? Da müssen Sonnenfans ihren nächsten Strandbesuch vielleicht per App buchen. Ein Ausflug ans Meer mit festem Termin und das wohl begrenzt auf ein paar Stunden. Überwacht werden könnte das von Strandmeistern, die auf den Abstand achten. Auch im Gespräch digitale Armbänder, die Alarm schlagen, wenn Abstandsregeln verletzt werden. Herr Ochsenknecht, haben Sie genug Fantasie, um sich ein solches Strandleben vorzustellen? Ja, man darf ja bei dem Ganzen nicht vergessen, also ich war sowieso nie ein Fan von Strand, wo sie alle Popo an Popo liegen, die Menschen, was natürlich für die Natur und den Strand auch nicht gerade sehr gut ist. Es wird ja auch nicht ewig so bleiben, da, von dieser Hoffnung kann man mal ausgehen. Es wird dieses Jahr so sein und man darf nicht vergessen, man hat ja trotzdem, denke ich, noch genug Urlaubsfeeling am Meer. Man kann ja trotzdem ins Meer gehen. Man liegt trotzdem am Strand. Man kann essen gehen, man kann spazieren gehen. Man hat trotzdem das, jetzt bei uns in Südeuropa, das mediterrane Feeling. Es ist ja vieles auch, das darf man nicht vergessen, was bleibt. Ja, es wird alles ein bisschen anders sein. Aber man hat trotzdem noch genug Urlaubsfeeling, denke ich mal.
Herr Kekulé, Herr Ochsenknecht ist da optimistisch. Sind Sie das auch, wenn Sie sich diese Regeln angucken, die da geplant sind? Es gibt auch Stände, da soll man kein Handtuch hinlegen können. Ist das Aktionismus oder ist das tatsächlich sinnvolle Vorsorge? Ich glaube, wir sehen das an allen Ecken, dass diese Gefahr durch das Virus unterschiedlich beurteilt wird. Und sobald natürlich verschiedene lokale Behörden dann die Finger im Spiel haben, treibt das alle möglichen Blüten. Ich habe auch schon gehört von Hotels, die geplant haben, jeden, der reinkommt in das Hotel, erstmal von Kopf bis Fuß mit Desinfektionsmittel einzusprühen. Kein Witz. Also ich sage einfach, es gibt einfach ein paar ganz einfache Regeln aus meiner Sicht. Und die erste Regel ist, dieses Virus wird im Freien, wenn ich 2 Meter plus x Abstand habe, nicht übertragen. Das heißt also, wenn ich am Strand 2 Meter Abstand habe zu dem nächsten Handtuch, kann ich es hinlegen, wo ich will. Diese Schmierinfektionen, von denen alle reden, die also die Menschen auch so panisch schon fast machen, diese Unmengen von Desinfektionsmittel, die da irgendwo sogar auf die Straßen zum Teil gesprüht werden, die machen einen ganz kleinen Teil aus. Das sind vielleicht 10% der Infektionen in der Größenordnung. Und das ist diese ganze Dimension, Hände waschen, nicht mehr die Hand geben und so weiter. Der Hauptinfektionsweg ist einfach, wenn man sich gegenüber ist und sich anspricht. Und die zweite Gefahr, die besteht, ist, wenn man in einem geschlossenen Raum ist, schlechte Lüftung hat und mehrere Menschen da drinnen sind und die, da gibt es die berühmten Dinge mit den Chorproben und so weiter, die singen, sprechen, vielleicht bei Herrn Ochsenknecht in der Kneipe lauten Krach machen und so weiter. Also das ist die Situation, wo man leider, wenn da zu ist und die Luft steht, sich dann auch über längere Strecken als diese 2 Meter anstecken kann. Aber wenn man diese letztlich 3 einfachen Regeln im Auge hat, dann kann man sich meines Erachtens schützen. Ohne dass man dabei panisch werden muss und ohne dass man jetzt alles verbieten und überall Verbotsschilder und hinstellen muss und Ähnliches. Wie das geht, ein Hotel zum Beispiel nach den neuen Regeln auszurichten, das haben wir uns angesehen, nämlich in einem Haus unseres Gastes Rolf Selig Steinhoff. Das Atlantik, ihr Hotel auf Usedom, eins ihrer Hotels, hat heute aufgemacht, allerdings nur für Gäste aus dem eigenen Bundesland. Und so geht's dazu. Das Strandhotel Atlantik. Wer hier einchecken will, muss Abstand halten. Zur Begrüßung gibt es erst einmal Hygieneregeln. Die Rezeption ist hinter einer Plexiglasscheibe. Im gesamten Hotel gelten strenge Hygieneregeln. Den Aufzug darf man zum Beispiel nur noch alleine benutzen. Im Zimmer sind die Bademäntel extra in Plastik. Ebenso die Wassergläser. Gästemappen und Tagesdecken sind verschwunden. Die Fernbedienung vom Fernseher verpackt in Plastik. Auch beim Frühstück steht der Gesundheitsschutz über allem. Es gibt kein Buffet mehr, dafür Tischservice mit Mundschutz. Die Brötchen und der Kaffee werden an einem Beistelltisch serviert. Also die freie Platzwahl besteht so nicht mehr. Wir werden den Gast von der Restauranteingang zum Tisch begleiten. Der Gast muss auf jeden Weg eine Mundschutzmaske tragen, sobald er aufsteht, bis er Platz genommen hat. Die Hälfte der Tische ist verschwunden. Dafür wurde die Frühstückszeit bis 12 Uhr gestreckt. Viel Platz, unter anderem für viele Desinfektionsmittelspender. Also man sieht, Sie haben sich viel ausgedacht. Die Frage ist, wo bleibt da ein Gefühl von Unbeschwertheit, von loslassen können im Urlaub? Ich würde erst mal sagen, wir sind vorbereitet. Denn das Entscheidende ist ja, wir dürfen nicht über negative Merkmale sprechen, sondern einfach sagen, es gibt einen geänderten Urlaub. Und ich nehme das Beispiel in unserem Restaurant. Als wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir die Abstände vergrößern, hatten wir auf einmal Tische übrig. Und darum haben wir so ein Mini-Buffet jetzt auf den Beistelltisch gebracht. Das heißt, wir versuchen also den Service ganz anders darzustellen. Der Gast kriegt am Abend zuvor die Auswahl von 3 verschiedenen Frühstückskonzepten. Ein Fitness-, ein klassisches Continental-Frühstück und ein Gourmet-Frühstück, ein Schlemmer-Frühstück. Das heißt, da gibt es schon eine Vorauswahl, was wir sonst auf der großen Buffetstrecke haben. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, Eierspeisen à la Menü zu bestellen. Das heißt einfach, wir verpacken das ganz anders. Wir möchten, dass der Gast sich unglaublich wohlfühlt und ich glaube, wir sind bestens dafür vorgestellt. Das ist natürlich ein 4-Sterne-Haus. Frau Muchtachis guckt schon rüber und sagt, wahrscheinlich sich, so geht es natürlich nicht in anderen Hotels zu, die normalerweise von Pauschalurlaubern gebucht werden, oder? Richtig. Also in anderen Hotels, es kann gelingen, sage ich mal, dass die Kunden reisen. Die Idee ist natürlich sicherlich sehr gut, dass man irgendwo vorbereitet ist.
Ich sehe jetzt aber auch gerade mal zwei Familien, die sich nicht kennen und kennenlernen wollen, was ganz viel in Urlaub ist. Und die werden es schwer haben, da zu einem Buffet zu gehen oder sich alles bedienen. Und ein zweiter Punkt ist halt eben, wenn der Kunde das nicht so gebucht hat und vorher hat er sein Buffet gehabt, ist die Frage, inwieweit kann er das annehmen oder sagt, das wollte ich so nicht, es ist ganz nett, aber bekomme ich dafür wieder was erstattet. Das heißt, die Reklamationen sind vorprogrammiert, die wieder bei uns im Reisebüro als Arbeit landen. Sie haben keinen Traumjob im Moment, Nein. Das kann man wirklich sagen. Darf ich da mal nachfassen, Herr Klasse? Wir haben ja sehr viel Gästebuchung schon gehabt und haben natürlich auch viele Nachfragen von den Gästen bekommen. Und da tauchte natürlich auch das Thema auf, was hat sich verändert? Und für uns war es wichtig, das zu kommunizieren, das Verständnis den Gästen zu übermitteln. Und ich bin super angenehm überrascht. Alleine bei uns haben wir über 80% der Gästebuchungen umwandeln können auf neue Termine mit unseren Bedingungen. Und ich will damit sagen, dass wir einen hohen Verständnisgrad haben für diese geänderten Konzepte, die wir präsentieren. Und ich muss gestehen, ich bedanke mich bei den Gästen, die das super aufgenommen haben. Und es funktioniert, zumindest bei uns. Ja, die Frage ist ja, wie Sie es dann empfinden werden. Ein Zeitreporter, der hat nach einem Besuch bei Ihnen geschrieben, man ist einerseits beeindruckt, das haben wir eben auch schon gesagt, andererseits steigt einem just in dem Moment der Geruch von Desinfektionsmittel in die Nase. Das Hotel der Zukunft erinnert ein wenig an ein Reha-Zentrum. Ja, hier ist Kopfnicken. Sie nehmen das mit Humor. Ja, ganz klar. Ich glaube, wir sind ja alle in einer Anfangsphase. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Wir wissen, dass wir fast jeden Tag neue Rahmenbedingungen bekommen. Durch die Politik. Es gibt neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Und wir wollen am Anfang etwas vorsichtiger sein. Warum? Das Thema Sicherheit aus Sicht des Gastes ist ganz wichtig. Und deswegen schaffen wir Rahmenbedingungen, dass wir sagen, wir sammeln damit Erfahrung. Nach 2-3 Wochen werden wir das weiter auswerten, auch auf Landesebene, um dann zu sagen, wir sprechen zum Beispiel etwas. Ganz praktisches Beispiel. Ich komme auf mein Zimmer und dann sehe ich, dass die Fernbedienung eingeschweißt ist, Herr Kekulé. Das finde ich super. Also das finde ich besser, als wenn dann noch die Haare vom Vorgänger dran kleben, ganz ehrlich gesagt. Und sowas habe ich auch schon erlebt. Durchaus auch in Köln gibt es Hotels, wo man reinkommt und dann das Zimmer nicht richtig gemacht wurde vorher. Darum finde ich die Motivation, richtig sauber zu machen, bevor ein neuer Gast kommt, richtig. Aber ich sage auch, diese Manie mit dem Desinfektionsmittel, die ist also selbst für einen Fachmann natürlich schwierig. Man soll sich die Hände sauber haben, gewaschen reicht, desinfizieren ist auch in Ordnung, bevor man sie ins Gesicht führt. Das heißt, bevor sie sich kratzen oder bevor sie was essen. In allen anderen Situationen ist das eigentlich egal. Und am Strand irgendwie Desinfektionsmittelspender haben Sie wahrscheinlich nicht, würde ich lassen. Herr Kekulé, ich habe mir was auf den Zettel geschrieben. Eine Zwischenfrage. Und ich bin ganz nah an meinem Gesicht. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie sich wirklich abtrainiert haben, unabsichtlich sich ins Gesicht zu fassen oder mal an der nicht Nase? Nicht mir selber, sondern eine ganz fiese OP-Schwester, als ich angefangen habe zu operieren vor langer Zeit. Wenn Sie als Arzt am OP-Saal sich einmal an der Nase kratzen, kriegen Sie aber einen derartigen Anpfiff, dass Sie sich das abtrainieren können. Aber ich will nur sagen, das heißt ja nicht abtrainieren. Das heißt, Sie müssen sich die Hände waschen, bevor Sie ins Gesicht fassen. Wenn Sie sich das nicht abtrainieren können, müssen Sie sich halt dauernd die Hände waschen. Die zwei Alternativen haben Sie. Ich wollte sagen, was nicht geht aus meiner Sicht, ist Kinder zusammenbringen. Das tut mir total leid, Frau Muchturis, das ist tatsächlich so. Kinder von verschiedenen Familien, wenn Sie die hier nicht richtig zusammenbringen können, dürfen Sie es im Urlaub auch machen. Was nicht geht, ist Buffet, wo Menschen ganz eng drängeln. Und meine Erfahrung ist, im Urlaub kriegt man die Leute nicht dazu, am Buffet Abstand zu halten. Was nicht geht, ist Sauna oder Disco. Ja, sowas geht nicht. Und ich glaube aber, alles andere, wo man jetzt nicht in geschlossenen Räumen eng zusammen ist, sind alle Optionen offen. Und da finde ich, ist doch noch viel drin im Urlaub. Also, oder? Und ich glaube, die Menschen verstehen es ja auch. Ich glaube, die Menschen wissen, dass wir in einer Ausnahmesituation sind, dass wir in einer Situation sind, die dazu einzigartig ist. Und deshalb auch, sagen wir, ist es auch großes Respekt für diejenigen, die vor Ort da auch einiges machen. Ich glaube, die Dinge, die gut sind, werden hoffentlich auch bleiben. Die Fernbedienung beispielsweise. Aber es gibt ja auch wieder Hoffnung darauf, dass es eine Zeit nach der Pandemie gibt. Auch daran müssen wir dran arbeiten. Ich glaube, das ist eine Sondersituation. Und wir müssen auch nicht bedenken, dass alles, was jetzt die Hotels und Restaurants machen, natürlich unglaublich viel Aufwand, viel Arbeit ist. Und natürlich der Umsatz viel kleiner ist. Davon auch da müssen wir schauen, dass wir relativ schnell, sage ich mal, wieder auch normales Leben bekommen. Nicht nur, jetzt, sagen wir, dass wir uns mit dem Virus, sagen wir, anfreunden und dementsprechend auch mit sagen wir, die jetzt Situation meistern, sondern müssen auch dafür arbeiten, dass natürlich nach der Pandemie relativ schnell auch wieder nach Normalbetrieb zurückkommt. Das ist die Frage, was ist nach der Pandemie? Herr Ochsenknecht, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, also ich habe gerade gehört hier, Fernbedienung in Hotels, ich bin ja in vielen Hotels, ich habe schon immer, schon ganz lange Zeit, Fernbedienung desinfiziert, Lichtschalter, Telefone vor allen Dingen. Insofern ist mir das nichts Neues. Aber wir müssen mal auch... Mallorca ist jetzt manchmal weit Urlauben. Weg. Hallo, hört man mich wieder? Ja, Sie sind wieder da. Hallo, Mallorca hallo? Ist im Moment weiter weg als sonst, aber jetzt sind Gut. Sie wieder zu verstehen. Nicht ja, ins Gesicht fassen, also bei der Herr ganzen Diskussion, was jetzt anders ist. Böse. Ich bin hier allein im Studio und ich bin, immer wenn ich nicht im Bild bin, permanent dann desinfiziert. aber jetzt, wenn man sich das Ganze immer so anhört mit der Diskussion, was so schwierig ist im Urlaub und anders, es hört sich dann immer so an, als würde uns irgendwas oder irgendjemand schikanieren wollen. Das Virus schikaniert uns etwas, ja. Aber es ist ja nicht so, dass man das auch Spaß macht. Es geht ja letztendlich wirklich um Leben und Tod, wenn man es mal ganz dramatisch ausdrücken möchte. Und also ich bin aufgewachsen, Nachkriegsgeneration, meine Eltern. Ich bin mit Verzicht aufgewachsen. Und können wir nicht alle, wir sitzen doch alle im selben Boot, können wir nicht alle mal zusammen ein bisschen Verzicht üben? Das ist vielleicht auch nicht schlecht, fühlt sich vielleicht auch ganz gut an. Herr Ochsenknecht, darf ich mal eben einen Gedanken eines Zuschauers, der vielleicht ihm gerade aufkommt. Mensch, der Ochsenknecht, der hat gut reden, sitzt da im schönen Mallorca, kommt im Moment nicht weg, gibt ja härtere Schicksale. Was antworten Sie dem? Es gibt härtere Schicksale, natürlich, für die aber auch ich nicht verantwortlich gemacht werden kann. Ich bin aus ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich sitze jetzt durch Zufall auf Mallorca, kann nicht nach Deutschland, weil... Und auch meine Kinder nicht sehen, zum Beispiel meine Schwiegereltern, meine Verwandtschaft, Menschen, die ich liebe, weil ich eventuell nicht wieder zurück hier kommen kann, hierher. Ich bin jetzt auch Mitte 60 und habe mein ganzes Leben gearbeitet. Glücklicherweise auch einigermaßen erfolgreich. Und irgendwann mal hat man so im letzten Drittel des Lebens auch mal ein bisschen Wohlstand verdient, finde ich. Das war bei mir nicht immer so. Also da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Aber ich kann nur sagen, dass man, dass die Meckerei nicht überhand nehmen soll. Ja, okay. Es wird ja alles versucht, das ist ja für uns alle neu. Für die Politiker, für die Virologen, für die Ärzte, für uns alle ist das alles neu. Und ich denke, jeder versucht, das Beste draus zu machen, vor allen Dingen erstmal in allererster Linie Leben zu retten. Der Spaß kommt dann an zweiter Stelle. Und da sollten wir uns mal immer mal wieder dran erinnern, das möchte ich nur sagen. Danke für diesen Ruf aus Mallorca. Wenn wir uns wieder mal nach Deutschland begeben und ein bisschen die Perspektive wechseln, dann ist interessant, was Menschen denken, die jetzt einen Urlauberansturm auf sich zukommen sehen. Moin Moin, ich komme aus Schleswig-Holstein in der Nähe von Heiterbu. Eigentlich sind wir um diese Jahreszeit touristenmäßig immer schon sehr gut besucht. Jetzt stehen die ersten Lockerungen an, die Sommerferien stehen vor der Tür, die erste Reisewelle kommt und ein Urlaub in Europa ist bis jetzt noch nicht zu denken. Meine Sorge, dass wir hier in der Küstenregion überrannt werden. Bis jetzt sind wir, was die Covid-Anzahlen angeht, mit einem blauen Auge davongekommen. Fragen an die Runde. Was wird dafür getan, dass es auch so bleibt? Wird die Anzahl der Touristen kontrolliert und wenn ja, wie? Und was passiert, wenn neue Infektionsherde durch sogenanntes Einschleppen entstehen? Herr Barres, haben Sie eine Antwort? Also ich würde hier weniger von Regulierung sprechen. Ich glaube, dass vor Ort da sehr viel passiert. Die Menschen vor Ort wissen ja genau, wie viel sie auch Besucher ertragen können. Es gibt ja bei den Hotels sogar Restriktionen auf 50-60% der Plätze. Insofern werden daher auch schon weniger Besucher die nächsten Wochen kommen. Und was man auch bedenken muss, es werden ja auch weniger Touristen von außen kommen. Wir haben ja derzeit, oder letztes Jahr haben wir 30 Millionen Touristen gehabt aus dem Ausland, hier in Deutschland. Die werden dieses Jahr nicht da sein. Das heißt, auch da gibt es eine gewisse Veränderung. Ich glaube, dass die Menschen vor Ort und auch die Reiseziele durchaus da einiges
hinbekommen, dass sie ihre Touristen auch verteilen werden. Es wird auch neue Ziele wahrscheinlich stärker auch angefahren. Insofern gleich, das verteilt sich besser und wird auch dadurch ein Stück weit auch dann etwas entschärft. Natürlich da, wo Menschenansammlungen sind, ich sage mal bei Freizeitparks, wo bisher 60.000, 70.000 Menschen vielleicht jeden Tag an Hochzeiten reingingen, da muss man halt dann sagen, okay, da kann nur 10.000, 15.000 rein. Da muss es dann klare Obergrenzen geben, ja, und damit auch Sicherheit geschaffen werden, dass die Pandemie und die Infektionsketten nicht zu sehr wieder anspringen. Es gibt natürlich auch Tagestouristen, auch wenn jetzt über Pfingsten und Vatertag da Inseln schon wieder dicht gemacht haben. Herr Kekulé, wie schnell könnte aus Sylt oder Usedom oder Rügen ein neues Ischgl werden? Das geht leider ganz schnell. Also man braucht nur einen Ausbruch an einer Stelle. Das kann eine lustige Gesellschaft sein, die in irgendeinem Raum sitzt, wo ein Hochansteckender dabei ist. Der kann es dann schaffen, an einem Tag 50 weitere zu infizieren und dann geht die Kette los. Aber die Reiseorte selber wollen das ja gar nicht. Also ich weiß, das ist so ein ganz schlechtes Image. Insofern wird jedes Reiseziel heute versuchen, sowas vorzubereiten. Ich glaube, aber wir sind auf der anderen Seite auch klüger geworden. Und wir wissen halt, wenn man jetzt draußen sitzt zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal die Kneipe von Herrn Ochsenknecht da auf Mallorca. Wenn der seine Tische draußen hinstellt mit einem gewissen Abstand und die Leute sitzen da an der frischen Luft im Warmen abends draußen, da sehe ich da kein Risiko. Anders ist es eben in diesen geschlossenen Räumen. Auch das haben wir eben von Ischgl gelernt. Die sind ja beim Après-Ski wirklich quasi in so einer dampfigen Bude, wenn ich das so sagen darf, zusammen gewesen. Das heißt aber umgekehrt auch, dass man sich darüber im Klaren sein muss, es kommt eigentlich nicht so sehr darauf an, ob das in Deutschland oder in Österreich oder sonst wo ist, nicht darauf, wo es ist, sondern was man dort macht. Gerade die südlichen Destinationen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass die Restaurants dann offen sind. Die haben gar nicht das Problem wie bei Ihnen, dass die zumachen müssen, sondern da sitzt man draußen, die sind sehr großräumig. Und wenn die Tische da weiter auseinanderstehen und der Wind durchbläst, weil man abends eben immer noch eine hohe Temperatur hat, dann ist das virologisch vollkommen einwandfrei. Viel ungefährlicher als der kleine Frühstücksraum einer Pension. Die ist dann zwar in Deutschland, aber sie haben trotzdem dort eher ein Risiko. Das heißt also, aus virologischer Sicht ist es gar nicht so geografisch festzumachen, sondern ist die Frage, was man wirklich vor Ort macht. Hat sich gerade gemeldet, Herr Ochsenknecht? Habe ich das richtig gehört? Wir haben Sie überlegt. Ja, nur kurz eine Frage dazu noch. Ist es denn nicht auch so, dass dieser Virus in wärmeren oder im Hochsommer auch heißeren Gebieten auch schlechter überlebt als ja, das ist so. Also wir wissen definitiv, dass diese Coronaviren, da gibt es ja ganz verschiedene, dass die im Sommer die Tendenz haben, schwächer zu werden von der epidemiologischen Aktivität her. Das wird mit aller Voraussicht auch in diesem Sommer passieren, sodass ich sogar das kleine Risiko sehe, dass wenn wir jetzt keine Flugreisen haben zum Beispiel und keine Logistik haben dafür, dass Hotels wieder aufmachen können, dann könnte die Situation passieren, ich möchte jetzt da kein Orakel spielen, aber es könnte sein, dass die Deutschen dann im Fernsehen sehen, das Virus ist an meiner Urlaubsdestination quasi weg im Moment. Ich befürchte, im Herbst wird es wiederkommen, aber im Sommer stark abnehmen von der Aktivität. Ich kann aber nicht hin, weil da nichts vorbereitet ist von den Hotels und weil es die Fluglogistik nicht gibt. Also das müssen dann die Politiker erklären in der Situation. Aber ich glaube, hier ist die Frage, was die Politik entscheidet, eigentlich mehr wichtiger für den Urlauber, als wie sich das Virus verhält. Das ist relativ gut vorhersehbar. Frau Mokotouris? Ja, ich sag mal, das Problem ist, die Menschen sind sehr verunsichert. Die möchten Klarheit haben. Es wird immer wieder Verschiedenes erzählt. Der eine sagt, es geht, der andere sagt, es geht nicht. Für uns im Reisebüro ist es sehr schwierig, dem Kunden zu sagen, machen Sie Ihre Reise, treten Sie die Reise an. Das möchten wir natürlich sehr gerne. Wir wissen, dass der Urlaub sich verändert, dass Einschränkungen da sein werden. Es ist richtig, einige Kunden sagen, wir möchten einen Urlaub, wir brauchen diesen Urlaub. Das ist auch nicht Luxus, sondern das ist Erholung, Entspannung und den braucht man einfach. Und es gibt aber auch ganz viele, die sagen, wir bleiben auf Balkonien und haben im Hinterkopf, wir fahren dann mal an die Ostsee, an die Nordsee, wo aber schon ganz viele andere Menschen eben auch in Hotels sich untergebracht haben. Und die Möglichkeit dann da noch an den Strand, also ich stelle mir das schwierig vor, dass man dann eine Nummer zieht oder ähnliches, wenn es hier nur um Deutschland reisen gehen sollte. Das zeigt nochmal eben, wie schwierig die Situation auch ist für Sie als diejenige, die Reisen organisiert für Menschen. Und da gehören Sie zu den Gekniffenen, wie auch eine Kollegin, die sich bei uns gemeldet hat, Andrea Kövilein.
Ich bin Inhaberin einer Reiseagentur und im Moment bin ich damit beschäftigt, alle Urlaube, die meine Kunden schon vor einem Dreivierteljahr für die Frühlings- und Sommersaison gebucht haben, wieder zu stornieren. Wenn kein Urlaub stattfindet, bedeutet das für mich als Reiseagentur kein Geld. Und es wird auch auf lange Sicht wahrscheinlich noch so weiter bestehen. Frage an die Runde. Wie können wir Reisebüros jetzt weiter existieren? Gibt es vielleicht einen Rettungsfonds für Reisebüros? Weil das sieht wirklich schlecht in unserer Branche aus. Gut, dass der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung bei uns ist, Herr Bareis. Gibt es Chancen auf einen solchen Rettungsfonds? Darf ich kurz noch was dazu sagen und unterbrechen? Ja. Also so wie es die Dame schon gesagt hat, ob es eine Chance gibt oder ähnliches. Der Zug ist im Grunde genommen schon abgefahren oder fängt an abzufahren, weil oder der Schneeball, da ist mittlerweile eine Lawine rausgebrochen bei uns in den Reisebüros. Wir machen diese Stornierungen, wir haben Rückzahlungen, die wir tätigen müssen und das ist vielen einfach gar nicht bewusst. Wir haben Rückzahlung an Prämien, an Veranstaltungen. Wir müssen Provisionen, das heißt, wir haben, ich habe den Kunden vor mir sitzen, habe ihn beraten, der geht super glücklich raus. Wir sind auch nicht mehr altbacken, was viele, wir sind innovativ, wir haben Auszubildende, wir investieren in den Büros. Ich habe einen Auszubildenden an meiner Seite im zweiten Lehrjahr, was aus dem wird, das weiß kein Mensch im Moment. Und dieser Kunde sitzt vor mir, geht aus dem Büro, ist total glücklich über seine Reise. Jetzt ist es so, wir bekommen noch kein Geld dafür. Der Kunde hat dann seine Anzahlung getätigt. Wir bekommen das Geld erst bei Abreise. Denn nun wird die im Mai storniert. Das heißt, dieses Geld haben wir nie erhalten. Wir arbeiten im Grunde voraus. Und wir haben jetzt auch keine neuen Einnahmen mehr, weil wir seit März im Grunde genommen Berufsstopp haben. Wir können nichts mehr machen. Und die Lawine, die läuft schon. Es gibt schon die ersten Insolvenzen. Und wir haben es ja jetzt auch überall schon gehört, Galeria-Reisen mit 106 Reisebüros. Das ist eine harte Nummer für uns und da kommen wir alleine definitiv nicht raus. Ich spüre den Druck, Frau Muchturis, und präzisiere noch mal meine Frage. Herr Bareis, gibt es eine Chance auf einen schnellen Rettungsschirm für Reisebüros, für kleinere, mittlere Reisebüros? Bei der TUI haben Sie ja richtig was rausgehauen. Zum Dank haben die gleich mal 8.000 Stellen gestrichen. Das haben sie jedenfalls vor. Was ist mit dem Rettungsschirm für die Kleinen? Die Situation der Branche ist sehr, sehr ernst und von Tag zu Tag schwieriger. Aber nicht nur für TUI haben wir einiges gemacht, auch für die Kleinen haben wir viel gemacht. Es gibt ja auch das Soforthilfeprogramm, wo wir den Kleinen 8.000 bis 15.000 Euro in den ersten Tagen überwiesen haben. Das heißt, da haben wir auch ein Rettungspaket gemacht, das nicht nur der Reisebüro zur Verfügung stellt. Das stand allen Solo-Selbstständigen und Unternehmen unter 10 Beschäftigten zur Verfügung. Da war mal eine Hilfe da für die ersten 3 Monate. Die war, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber hier ist das Geschäftsmodell in Gefahr. Aber hier gibt es die Sondersituation. Genau. Es gibt die Lawine, die tritt los. Die ist schon losgetreten. Zu Beginn der Pandemie hatten wir 6 Milliarden Euro an Vorzahlungen schon geleistet. Das heißt, die nächsten Monate werden noch mal 6 Milliarden Euro zurückgebucht werden müssen an die Kunden, ausgezahlt werden müssen. Und es kommt kein Neugeschäft hinzu. Das heißt, die Reisebranche mit Veranstaltern und Reisebüros. Gibt es da mehr als die Soforthilfe? Wir sind dran, wir wollen helfen, wir müssen helfen. Es gibt verschiedene Instrumente. Das eine Instrument ist, dass wir einen Gutschein einbauen, der gesichert wird vom Staat. Der wird vom Staat abgesichert. Das wäre eine Lösung. Eine zweite Lösung wäre, dass wir die Rückbuchungen, die gemacht werden müssen, auch staatlich zwischenfinanzieren. Das ist der zweite Punkt. Der Reiseveranstaltungsfonds, der gemacht wird, und dieser Versicherungsfonds, der wird dafür sorgen, dass die 6 Milliarden Euro, die zurückgezahlt werden müssen, vom Staat jetzt mitgetragen werden, abgesichert werden und dann wiederum im Zeitraum von bis zu 10 Jahren von der Branche in den Reisen abgearbeitet wird. Das wäre eine Möglichkeit der Finanzierung. Und die Reisebüros natürlich, die haben ein Sonderthema mit ihren Provisionen, die zurückgezahlt werden. Auch das wird natürlich in diesem Reisefonds zu berücksichtigen sein. Und dann natürlich mit diesen weiteren Soforthilfen, die auch noch kommen werden, für alle Branchen, gibt es die Chance, dass dann die Mieten, die laufenden Kosten, Betriebsausgaben entsprechend abgesichert werden. Es gibt also ein umfassendes Paket, das wir derzeit erarbeiten. Ich kann nicht sagen, was alles daraus entsprechend gelingen wird, aber ich kämpfe dafür, dass die Reisebranche hier relativ schnell eine Hilfe bekommt, weil ich weiß, dass, wenn wir nicht schnell reagieren, von den 11.000 Reisebüros nicht mehr viel übrig sein werden. Und ich finde, es wäre schade und wäre sehr schlimm, weil die Reisebranche ist deshalb so erfolgreich, weil die Reiseveranstalter gute Reisen machen und die Büros gute
Produkte verkaufen, auch immer gute, auch entsprechende Kundenservice auch bieten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit. Das sind warme Worte, Frau Muchtoris. Mir ist klar, dass Ihnen das im Moment nicht reicht. Aber mehr ist im Moment, glaube ich, nicht zu holen. Sie haben Ihre Not geschildert, aber die Not ist auf beiden Seiten da. Auf den Reisebüros und natürlich auch bei den Kunden. Sie haben das eben selbst gesagt, die verwirrt sind, weil sie nicht genau wissen, welche Rechte sie haben. Die möchten vielleicht auch einem kleinen Reisebüro ihres Vertrauens nicht schaden. Viele Fragen also von verunsicherten Urlaubern. Welche Rechte haben Sie? Welche Möglichkeiten? Andrea Oehlmann von der Verbraucherzentrale wird gleich diese Fragen beantworten. Und hier kommt schon die erste. Tanja Thiele aus Brake in Niedersachsen hat uns geschrieben. Ich bin total verunsichert. Ich habe letztes Jahr im Herbst eine Reise zu den Kanaren gebucht und auch schon bezahlt. Es ist der erste Urlaub in meinem Leben und ich habe sehr lange dafür gespart. Kostenlos stornieren kann ich noch nicht, da die Reisewarnung nur bis 14.06. geht und wir für den 17.07. gebucht haben. Wenn ich jetzt storniere, habe ich über 700 Euro Stornokosten zu zahlen. Ihre Frage. Wie bekomme ich jetzt meine gezahlten Reisekosten komplett zurückerstattet? Frau Oehlmann, haben Sie gerade schon erwähnt, von der Verbraucherzentrale in Bremen. Hat Frau Thiele eine Chance, ihr Geld zurückzubekommen? Das kommt immer darauf an, was für eine Art Reise sie gebucht hat. Bei einer Pauschalreise kann sie stornieren, bleibt aber im Zweifel auf den Stornierungskosten sitzen. Sie kann auch noch abwarten, vielleicht wird die Reisewarnung verlängert. Auch das wissen wir nicht an der Stelle. Das heißt, genau was schon häufig gesagt worden ist heute Abend, die Verbraucher sind verunsichert und sind auch zu Recht verunsichert. Und es ist ja auch immer die Frage, was möchte ich? Möchte ich die Reise wirklich noch antreten? Viele trauen sich nicht, andere wollen jetzt erst recht auch reisen, um auch in Corona-Zeiten unterwegs gewesen zu sein, so ein bisschen Survival-Feeling. Das ist die Spannbreite, die wir im Moment im Alltag erleben. Nochmal konkret zu Auslandsreisen. Die offizielle Reisewarnung, haben wir heute gehört, endet wahrscheinlich am 14. Juni. Das heißt, dann ist keine Chance mehr. Keine Chance ist immer der falsche Begriff. Dann ist es erstmal nicht mehr einfach möglich und wahrscheinlich auch nicht mehr kostenfrei möglich. Stornieren, gerade bei einer Pauschalreise, kann ich immer, aber dann zahle ich Stornogebühren. Und das ist ja immer ein Abwägen. Wie sieht das aus, wenn ich ein Ferienhaus gebucht habe, wenn ich Fähren gebucht habe, Transfers gebucht habe? Habe ich da eine Chance? Gerade wenn ich alles einzeln gebucht habe und sozusagen die Fähre gefahren ist, ich aber nicht zur Fähre gekommen bin, dann werde ich das Fährgeld nicht wieder kriegen an der Stelle. Deswegen sichern Pauschalreisen mich als Verbraucher an der Stelle immer besser ab. Die nächste Frage. Sigrid und Wolfgang Hosse aus Jüchen in NRW haben uns geschrieben. Wir haben im Januar für Mai eine Ferienwohnung auf Norderney gebucht. Die Vorstellung war, einen Wellnessurlaub mit kulturellem Programm zu verbringen. Das ist jetzt nicht möglich, weil es das Angebot nicht gibt. Ihre Frage. Ist es in Ordnung, dass wir den unter völlig anderen Voraussetzungen gebuchten Urlaub antreten müssen, beziehungsweise bei einer Stornierung 90% des Reisepreises zahlen müssen? Die Reiserücktrittsversicherung zahlt ja nicht. Ja, wenn ich unter völlig anderen Bedingungen gebucht habe, ne, weil ich mich auf den Wellness-Bereich gefreut habe, wenn ich mich auf Ausstellungen gefreut habe, kulturelle Angebote, alles nicht möglich ist, welche Rechte habe ich dann zu sagen, Leute, ich habe was anderes gebucht, als ich jetzt kriegen kann, ich hätte gerne mein Geld zurück? Also, kommt immer drauf an. Einfaches Beispiel, ich habe eine Schiffsreise nach Mallorca gebucht oder um Mallorca drumherum und die findet jetzt leider um Norderney statt. Essentielle Abweichung kann ich garantiert zurücktreten. Geht es aber um eine andere Insel, die nebenbei ist, wird schon wieder schwieriger. Da reden wir immer von der sogenannten Frankfurter Tabelle. Die beinhaltet ganz viele Gerichtsurteile und sagt so grob, womit man in der Minderung rechnen kann. Eine ja, sehr ausgeklügelte Sache, da kann man so ein Gefühl dafür kriegen, wenn wir bei Minderung reden, wie viel Minderung könnte es sein. Es kommt aber wirklich individuell auf jeden Fall drauf an. Corona als Begründung für den Rücktritt, zum Beispiel wenn man zu einer Risikogruppe gehört, reicht das nicht? Nein, in aller Regel nicht. Und wenn, muss ich das vor Gericht durchklagen. Wer will das? Warum, das haben wir eben gehört, warum zahlt eigentlich eine Reiserücktrittsversicherung nicht? Die hat damit gar nichts zu tun. Die tritt ein, wenn Sie arbeitslos jetzt geworden sind wegen Corona und Sie deswegen den Urlaub nicht antreten können. Dann ist die Reiserücktrittsversicherung zuständig mit Corona selber und den Absagen durch die Veranstalter oder durch die Verbraucher wegen Corona. Damit hat die Reiserücktrittsversicherung selber gar nichts zu tun. Gutschein oder Geld zurück, das haben wir eben schon mal gehört. Das ist ja bei vielen Urlaubern die Frage, wenn da eine Reise geplatzt ist. Katrin Wankum zum Beispiel hat da ein konkretes Problem. Wir haben für Oktober eine Kreuzfahrt gebucht.
Momentan bieten viele Reedereien ja nur einen Gutschein an, anstatt den bereits gezahlten Reisepreis zurückzuerstatten. Ihre Frage. Müssen wir, um auch eine Stornierung geltend machen zu können, auch den vollständigen Reisepreis noch an die Reederei zahlen? Und welche Rechte haben wir, wenn wir das Geld zurückbekommen möchten und nicht einen Gutschein für die zukünftige Kreuzfahrt haben möchten, von der wir nicht mal wissen, ob sie überhaupt noch mal stattfinden kann? Tja, gute Frage. Wie ist Ihre Antwort? Drei Fragen in einer. Fangen wir mal vorne an. Grundsätzlich, wenn ich wegen Corona stornieren kann, steht mir das Geld auch grundsätzlich erstmal zu. Der Anspruch, der gesetzliche ist, nach 14 Tagen soll das Geld mir ausgezahlt werden. Viele Veranstalter, wenn die Reise nicht stattfindet. Wenn die Reise nicht stattfindet, genau. Viele Veranstalter bieten Gutscheine an. Viele Verbraucher nehmen die auch sehr gerne an. Aber es gibt Gott sei Dank keine Zwangsgutscheine, wie es lange diskutiert worden ist. Das ist auch etwas, was die Verbraucher extrem verunsichert hat und im Moment so ein bisschen auch den Hass gegenüber Gutscheinen sozusagen geschürt hat. An sich sind die Gutscheine aber eine gute Möglichkeit. Ich muss immer nur bedenken, ein Gutschein ist nicht gegen die Insolvenz in der Regel abgesichert. Das heißt, den Gutschein gerne annehmen, aber dann auch im besten Falle zeitlich ein bisschen versetzt, direkt wieder buchen, alles in Ordnung, dann habe ich wieder einen besseren Anspruch. Wenn ich buchen kann, wenn ich weiß, welche Ziele gehen. Dann war die Frage noch versteckt, muss ich die letzte Rate überweisen, damit ich den Anspruch habe auf die volle Erstattung? Die Experten streiten. Rein tatsächlich ist es im Moment so, wenn ich weiterhin die Reise antreten möchte, dann muss ich auch die nächste Rate zahlen. Ansonsten komme ich da meinen vertraglichen Ansprüchen nicht hinterher. Und wie immer im Leben, ich muss mir wirklich die Frage stellen, will ich gerne verreisen, dann sollte ich jetzt auch die Anzahlung leisten und hoffen, dass die Reise stattfindet. Möchte ich sowieso nicht mehr reisen, dann überlegen, was kostet jetzt der Storno. Wie verhalten sich denn eigentlich nach Ihrer Erfahrung Reiseveranstalter? Sind die fair bieten freiwillig Geld an oder gehen die erstmal auf Gutschein und tun so, als wenn es keine Alternative geben würde? Ja, da haben wir jetzt im Prinzip so einen kleinen Wandel erlebt. Gerade am Anfang fand ich es beidseitig sehr kulant gelaufen ist, waren aber auch beide Seiten extrem verunsichert, völlig klar. Keiner wusste, wie soll er mit Corona umgehen. Dann kam leider diese Zwangsgutscheindiskussion in die politische Debatte. Das hat dazu geführt, dass viele Reiseveranstalter gesagt haben, ja, dir steht nur der Gutschein zu, mehr kriegst du an dieser Stelle auch nicht von uns. Das war tatsächlich zu keinem Zeitpunkt richtig. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen besser wird, weil viele Verbraucherinnen und Verbraucher wollen ja auch gerne wieder reisen. Und die wollen auch wieder in ihr eines Hotel, zu ihrer einen Veranstaltung, zu ihrem einen Anbieter gehen und dort auch gerne den Gutschein annehmen. Die Bundesregierung hätte ja gerne, Herr Barres hat es ja eben noch mal gesagt, auch eine Gutscheinlösung durchgesetzt. Die EU, Brüssel hat aber gesagt, nee, das macht ihr bitte nicht. Es gibt Geld zurück. Zählen Verbraucherinteressen in Brüssel mehr als in Berlin? In diesem Falle auf jeden Fall. Zumindest war dort die Absage relativ klar. Wir waren sehr überrascht, dass die Debatte überhaupt in diese Richtung ging. Wir haben den Dammbruch trotzdem jetzt ja auch bei anderen Veranstaltungen in Deutschland auch erreicht. Dort ist die Gutscheinregelung sozusagen zwangsmäßig jetzt durchgekommen. Und das ist natürlich, finde ich, auch sehr schlecht, gerade für Verbraucherinnen und Verbraucher, die sehr hart von der Krise getroffen worden sind, also in Kurzarbeit sind oder einen Job verloren haben. Viele können sich so den Urlaub gar nicht mehr leisten oder wollen ihn auch nicht mehr antreten. Und das geht gerade zulasten der Schwächsten. Und ich finde immer, am Ende sollte es so sein, dass man gemeinsam eine gute Lösung findet, damit ich auch wieder demjenigen offenherzig gegenübertreten kann, den anlachen kann und auch gerne wieder in dieses Reisebüro gehe. Das wäre für alle hilfreicher. Frau Motoris, haben Sie das mal erlebt, dass Kunden sagen, ach komm, ich helfe euch, gib mir einen Gutschein, wird schon werden, ich brauche jetzt kein Geld? Also die Kunden möchten, dass der Gutschein dann auch abgesichert ist, so wie Frau Oehlmann das schon gesagt hat. Wir haben Thomas Cook hinter uns, das haben wir irgendwie überstanden alle. Und wenn der Gutschein nicht abgesichert ist, dann wird ein Kunde auch den nicht nehmen. Ansonsten versuchen die schon darauf einzugehen. Allerdings ist es auch so bei den Gutscheinen bisher gewesen, die müssen eingelöst werden und es ist eine Verschiebung. Es verschiebt sich ins nächste Jahr gegebenenfalls rein. Unsere Provisionen, die warten wieder auf sich. Das ist unser Problem. Die Reisebüros sind nicht mehr liquide und nur die großen Veranstalter werden hier gesehen und nicht wir kleinen Reisebüros. Wir sind familiär, wir können uns keine großen Rücklagen bilden. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem mit diesem Gutschein. Noch eine Zuschauerfrage, übrigens von einer Kollegin von Ihnen. Ich hoffe, Frau Oehlmann hat eine Antwort. Unsere Zuschauerin Melanie Zeven hat uns geschrieben, sie betreibt in Leverkusen ein Reisebüro. Selbst wenn die Urlaubsländer wieder öffnen, geschieht dies unter strengen Auflagen. Hotels dürfen nicht voll belegt werden. Ihre Frage. Wenn ein Hotel bereits 80-100% ausgebucht ist, wie wird entschieden, welcher Gast anreisen darf und welcher nicht? Wer trifft diese Entscheidung? Der Reiseveranstalter
oder das Hotel? Wer macht's, Frau Oehlmann? Bei einer Pauschalreise in der Regel der Reiseveranstalter, wenn ich direkt bei dem Hotel gebucht habe, der Hotelier. Und wen trifft es? Der als erstes gebucht hat, würde ich behaupten, hat die besten Chancen, auch sein Hotelzimmer zu behalten. Und der als letztes kam, kriegt wahrscheinlich den Anruf. Aber auch hier bitte ich natürlich immer alle Seiten zu bedenken. Das macht ja keiner aus Spaß an der Sache oder aus Freude an der Sache, sondern aus der Notlage heraus. Das heißt, auch hier müssen wir alle gemeinsam versuchen, das gemeinsam gut zu regeln. Mhm. Letzte Frage nur zur Orientierung. Was planen Sie so an Urlaub? Ich bin immer noch in Dänemark eingebucht so für September und hoffe weiterhin. Voll, wir werden sehen. Das teilen Sie mit vielen Zuschauern. Vielen Dank für Ihre Antworten. Dankeschön. Sehr gerne. Die Frage ist ja, wie machen Sie es denn, Herr Selige-Steinhoff? Werden Kunden, die bei Ihnen fest gebucht haben, mit dem Anruf von Ihnen rechnen müssen? Nach dem Motto, wie viel Prozent können Sie eigentlich nehmen? 60? Ja, momentan, wir fangen ab dem heutigen Tag mit 60, also heute 100%, ab dem 25.05., wenn wir für die gesamte Bundesrepublik offen sind, dürfen wir 60% der Betten belegen. Ja, wie machen Sie das? Rufen Sie Leute an? Wir haben genau zu Pfingsten schon 80% in den meisten Häusern Vorbuchenstand. Wir rufen die Leute an, genau wie Frau Oehlmann gesagt hat, wer zuerst gebucht hat, sind meistens auch Stammgäste. Die bevorzugen wir und wer jetzt kurzfristig gebucht hat, den müssen wir leider anrufen und mitteilen. Entweder einen Ersatztermin oder einen Gutschein. Und wenn er darauf besteht, dass er die Gelder zurückbekommt, bekommt er auch die Gelder selbstverständlich zurück. Herr Kekle, wir haben gelernt, Angst vor einer Erkrankung, Angst vor Corona ist in der Regel kein Stornierungsgrund. Finden Sie das als Virologe richtig? Ist mir auch gerade aufgefallen, ich finde das nicht richtig. Also die Angst vielleicht als solche ist sehr pauschal, aber hier wurde ja gesagt, dass auch Risikopersonen nicht stornieren können, dass sie nicht von der Reise zurücktreten können. Wir müssen uns ja immer im Klaren sein, dass alles, was wir jetzt machen, wo wir den Lockdown lockern, wo wir da aussteigen, das steigert auch unser Risiko. Also jeder Luxus, den wir haben, in Sachsen sind gerade die Kitas geöffnet worden, das ist ein Vorteil für viele, für die Kinder, aber es ist dann auch ein erhöhtes Risiko. Beim Reisen ist es ganz genauso. Egal, was Sie machen, nimmt man immer ein gewisses Risiko in Kauf. Konkrete Frage. Und ich meine, wenn man selber jetzt zur Risikogruppe gehört, also ich sage mal 70 plus oder eine sehr schwere Grunderkrankung, wo man sagt, es ist wirklich ganz, ganz gefährlich, da schwerst krank zu werden mit Corona, dann meine ich, müsste man die Möglichkeit haben zu sagen, ich gehöre zur Risikogruppe, ich trete zurück von der gebuchten Reise. Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich ist. Ja. Guter Einwand. Wenn Sie gestatten, auch in der Vergangenheit hatten wir solche Fälle. Wir reagieren dann immer individuell. Wenn wirklich einer uns nahelegen kann, dass er solche Rahmenbedingungen hat, sind wir als Gruppe immer, und ich glaube die meisten Kollegen auch, sehr großzügig. Denn wir wollen ja den Gast mittelfristig halten. Vielleicht ist das vorübergehend nur. Und darum bin ich immer der Meinung, man muss dort sehr großzügig sein. So handhaben wir das. Mhm. Die Frage ist ja für viele Menschen auch, wie komme ich eigentlich an mein Urlaubsziel? Herr Kekulé, wie sieht das eigentlich im Flieger aus? Da soll ja ab kommendem Monat wieder einiges los sein im Flugverkehr. Würden Sie sich in einem vollen oder auch nur halbvollen Flugzeug sicher vor Ansteckung fühlen? Das kommt darauf an, wie man es macht. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie man das gestaltet, wenn jetzt wieder Flüge stattfinden sollen. Wir wissen erstens, dass von der Klimaanlage, ich rede jetzt von den Jets, ja, von diesen Düsenflugzeugen, da ist es so, dass die Klimaanlage technisch gesehen so ähnlich wie in dem Operationssaal funktioniert. Die hat einen Vorhang quasi, der vertikal läuft und nicht längs im Flugzeug. Und dort ist es aus technischen Gründen sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich jemand ansteckt, der, sage ich mal, weiter als eine Reihe weg von mir sitzt. Wenn ich natürlich jemand vor mir sitzen habe oder hinter mir, der mir die ganze Zeit in den Nacken hustet, dann ist die Gefahr gegeben, dass ich mich damit anstecke. Das muss man ganz klar sagen. Das kann man reduzieren, indem alle, die im Flugzeug sitzen, eine Maske aufhaben. Wenn ich das zu entscheiden hätte, würde ich sagen, jeder Fluggast muss eine Maske haben. Und man muss dafür sorgen, das ist ein wichtiges Detail, dass die Klimaanlage funktioniert in diesem Flugzeug. Und zwar aus folgendem Grund. Die wird häufig sogar bei der Lufthansa, als man jetzt noch geflogen ist, manchmal steigt man ein, dann ist die, um Kraftstoff zu sparen, auf dem Rollfeld tatsächlich ausgeschaltet. Und erst wenn alle drin sitzen oder es langsam Richtung Start geht, dann wird diese Klimaanlage eingeschaltet. Es gibt ein berühmtes Beispiel, das ist der einzige Fall, wo sich Menschen weiter im Flugzeug infiziert haben. Es gibt ein berühmtes Beispiel, das ist in den 70er Jahren in Alaska gewesen. Da ist ein Flugzeug mit etwa 60 Personen an Bord von Anchorage geflogen weiter in den Süden runter. Auf dieser Strecke musste es zwischenlanden. Und bei der Zwischenlandung haben die für 3 Stunden die Klimaanlage ausgeschaltet, weil es sowieso so kalt war draußen.
Und da sind einige Leute ausgestiegen, einige an Bord geblieben. Und aus der Zeit, da ist jemand an Bord gewesen, der Influenza hatte, der Grippe hatte. Aus der Zeit weiß man ganz genau, solange die Klimaanlage läuft im Flugzeug, steckt man sich über größere Strecken nicht an. Sobald die aus ist, sei es nur ein, zwei Stunden, ist es so, dass man relativ schnell so einen Infektionsherd hat wie auf diesen Fährschiffen, wie auf diesen großen Dampfern. Und deshalb kann ich nur sagen, man muss das gut planen. Der wichtigste Punkt ist der Moment, wo die Menschen einsteigen, dass sie sich da nicht zu nahe kommen. Wichtig ist es auch, dass natürlich Leute, die Risikopersonen sind, sich dreimal überlegen sollen, ob sie im Flugzeug sitzen. Und wenn, brauchen die eine FFP2-Maske. Maske, also so eine echte Infektionsschutzmaske. Mittelsitz freilassen, ist das ein Weg? Bitte? Die Mittelsitz frei. Ja. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall, das macht die Lufthansa ja jetzt schon, das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, um, wenn nicht drei Sitze nebeneinander von einer Reisegruppe besetzt sind. Also wenn man die Situation hat, dass dann Fremder neben einem sitzt, halte ich das Mittelsitz freilassen für eine gute Maßnahme. Da sagen aber die das Airlines ist insgesamt möglich. Ist wirtschaftlich also nicht darstellbar, ja. Weil erst ab 77% Auslastung jemand Geld verdient, dann ist natürlich die Frage... Wie bei den Hotels. Bei den Hotels ist genau. Ja genauso, wenn sie die 60% belegen, da sagen viele, das ist auch nicht wirtschaftlich. Das wird sich vielleicht auf die Preise auswirken. Kleiner Exkurs zum Thema Flugzeug. Was ist noch geplant? Welche Regeln, welche Vorsichtsmaßnahmen kristallisieren sich daraus, um noch in diesem Sommer einen Urlaubsverkehr im Ausland, am Mittelmeer zum Beispiel, möglich zu machen? Drei Beispiele. Beispiel Flughafen Wien. Wer aus dem Ausland nach Österreich einreist, muss 14 Tage in Quarantäne. Wer das nicht will, kann am Wiener Flughafen einen Corona-Test machen. Das Ergebnis liegt nach ein paar Stunden vor. Der Test kostet 190 Euro. Ist das Ergebnis negativ, kann die Quarantäne sofort beendet werden. Beispiel Mallorca. Schon jetzt wird bei jedem Mallorca-Reisenden am Flughafen die Temperatur gemessen. Die Regierung der Insel fordert bei den Gesundheitstests aber eine einheitliche Regelung für ganz Europa. Beispiel Sardinien. Die italienische Insel bezeichnet sich als Corona-frei. Damit das so bleibt, soll Urlaub auf Sardinien erstmal nur mit einem Gesundheitspass möglich sein. Auf die Insel sollen nur Touristen reisen, die entweder in der Woche vor dem Aufenthalt einen negativen Corona-Test hatten oder einen Schnelltest vor Ort machen. Am Hafen oder Flughafen gibt es einen Gesundheitscheck. Und? Es ist geplant, dass sich jeder Urlauber eine App aufs Handy lädt, um alle Kontakte nachvollziehen zu können. Viele Ideen. Bleiben wir mal bei Mallorca. Das nächstliegende, Herr Ochsenknecht, wenn nach Mallorca einreist, muss am Flughafen Fieber messen lassen. Ich weiß von Herrn Kekulé, dass das eigentlich eine zweifelhafte Methode ist, um Erkrankte herauszufiltern, wenn es um Covid-19 geht. Ist das Ganze eher ein Signal an die heimische Bevölkerung nach dem Motto, ihr habt jetzt so gelitten, das war ja wirklich ein heftiger Lockdown in Spanien, auch auf Mallorca, ihr habt jetzt so gelitten, wir tun alles, um euch zu schützen. Also eher ein Signal nach innen als eine wirkungsvolle Maßnahme nach außen. Herr Ochsenknecht. Also, wenn man Fieber hat, kann es natürlich ganz, ganz andere Gründe auch haben. Ich finde das Wiener Modell da ganz plausibel, dass man sagt, okay, 14 Tage Quarantäne oder ein Test, der in 4 Stunden, wo man in 4 Stunden das Ergebnis sieht, das macht in meinen Augen mehr Sinn, als einfach Fieber zu messen. Ich meine, man kann ja mal kurz ein bisschen Temperaturen haben, weil man eine Erkältung hat. Bin ich dann, wenn, dann zu wenig. Fragen wir den Virologen, was halten Sie davon? Also das Fiebermessen ist sinnvoll, wenn man eine weltweite Ausbreitung ein bisschen reduzieren will. Sie kriegen bei dem Fiebermessen einen kleinen Teil der Infizierten natürlich, sodass das im internationalen Grenzverkehr unter Umständen eine Rolle spielen kann. Aber hier kann ich nur sagen, es gibt wirklich eine Lösung, für die ich ganz dringend Werbung machen will. Und das ist testen, testen, testen. Sie können hier, indem Sie diese Schnelltests machen, das Risiko von Einschleppungen, aber auch von Infektionen erheblich reduzieren. Und ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass das auch ein größeres Thema ist hier bei der Vorbereitung unseres Sommers, weil diese Tests gibt es in Deutschland, werden nicht einmal alle Kapazitäten genutzt. Wenn ich jetzt als Urlauber sage, okay, ich habe den Kekulé im Fernsehen gehört, ich mache das jetzt, bevor ich zum Beispiel nach Usedom fahre oder im Zweifelsfalle nach Mallorca fliege, ich mache so einen Schnelltest.
Wo gehe ich da hin? Wer zahlt das? Das ist eben noch nicht vorbereitet. Aber das ist die Frage, wie man, wenn man schon die Bazooka ausgepackt hat und sehr viel Geld ausgeben will für alles Mögliche, wie man dafür sorgen kann, dass wir unser, das geht ja nicht nur um den Urlaub, dass wir unser Leben insgesamt in Corona-Zeiten sicherer machen. Ich finde zum Beispiel, bevor man eine Kita eröffnet, könnte man die Kinder einfach einmal testen. Ich finde, dass man das Personal von Hotels, die ja notgedrungen einen gewissen Kontakt haben und die Gäste wechseln ja ständig, dadurch sind es eigentlich Risikopersonen, dieses Personal, also Risiko, dass sie sich infizieren können. Haben Sie das mal versucht, Herr Selige Steiner? Die könnte man einmal die Woche einfach testen. Da würden sie die Sicherheit erheblich erhöhen. Und es ist eine Sache, die niemandem wehtut. Und es gibt ja Schnelltests, wo sie das Resultat innerhalb von 30 Minuten haben. Das kann man selber machen, wie einen Schwangerschaftstest. Müssen sie gar nichts ins Labor schicken. Mhm. Und dass dafür keine Vorbereitungen getroffen werden, finde ich wirklich sehr schade. Weil die Zeit läuft uns davon, der Sommer kommt jetzt. Und wir könnten ganz viele solche kniffligen Situationen eigentlich durch das Testen lösen. Die Spanier haben da vollkommen recht. Haben Sie das für sich in Erwägung gezogen? Richtig. Mit einigen Hotelkollegen auf der Insel Usedom haben wir mit einer Hamburger Firma Kontakt, die auch die Schnelltests durchführen kann. Und die Preise spielen sich in einer ganz anderen Größenordnung unter 50 Euro ab, ja, weil die über Menge was machen. Das ist eines der größten Laboratorien, die momentan in Deutschland existieren und in diesem Bereich forschen. Also wir wollen selber auch in diese Richtung Erfahrung sammeln, gerade mit den Mitarbeitern. Das heißt, also wir versuchen auch diese Schnelltests durchzuführen. Und ich möchte gerne noch ergänzen, wir müssen auch vorbereitet sein, wenn mal was passiert. Auch da haben wir zum Beispiel bei uns in der Destination uns sehr gut vorbereitet. Wir sind in der Lage, in weniger als 24 Stunden vom ersten Verdachtsmoment in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Greifswald auch Ergebnisse zu präsentieren, damit wir Schlussfolgerungen ziehen können, wer ist infiziert und wie ist der Kreis. Denn es ist ja wichtig, wir können es ja nicht ausschließen, dass mal was passiert, irgendwo in Deutschland. Die Schnelligkeit ist, glaube ich, heutzutage ganz wichtig. Und darum sind wir auch da vorbereitet. Was machen Sie, wenn das in Ihrem Hotel ist? Machen Sie daraus eine Quarantänestation? Nein, das entscheiden ja nicht wir. Sondern wir haben sehr gute. Macht das Gesundheitsamt dann aus Ihrem Hotel eine Quarantänestation? Nein. Auch der Ablaufplan ist dafür vorbereitet. Wir haben sehr gute Gespräche mit dem Landkreis und mit der Kommune gemacht. Das heißt, wenn der Fall eintritt, haben wir sofort festgehalten, mit wem der Gast Kontakt hatte. Das gibt es durch die vorhin im Beitrag erwähnte feste Zuordnung von Sitzplätzen. Wir wissen genau, welche Mitarbeiterin eingedeckt hat, abgeräumt hat. Und so wird der Kreis der Personen sofort eingegrenzt. Die werden nachuntersucht und daraus werden dann Schlussfolgerungen des Gesundheitsamtes sehr schnell gezogen, um zu sagen, Achtung, das ist im Prinzip komplett unter Kontrolle. Es gibt nur eine einzige Person innerhalb von 24 Stunden und wir können, wenn wir es richtig gemacht haben, den Betrieb einwandfrei weiterführen. Sie sehen, wir sind vorbereitet. Möge es nicht passieren. Ne? Vielen Dank. Und unsere Zuschauer sind schon in der ganzen Sendung dran, aber jetzt hat Brigitte noch mal gesammelt. Mehr Meinungen wahrscheinlich als Fragen. Auf jeden Fall. Natürlich gibt es ganz viele Fragen, aber auch ganz viele Meinungen. Vor allen Dingen diese Frage, was wird mit diesen schönen Tagen, auf die man sich so freut? Kann man sie sich leisten? Will man sie sich leisten? Es sind unsichere Zeiten. Aber wenn man denn vielleicht verreisen möchte und sagt, ja, das ist drin, dann ist das jetzt zum Beispiel eine Idee unserer Zuschauerin Sadroman Polster. Und sie schreibt, zurück in die 50er Jahre, Heimaturlaub wird trendy. Warum? Zum Beispiel zwei Gründe, sichere Rückkehr und geringere Ansteckungsfahrten. Man muss vielleicht mal so ein bisschen noch auf ihr Profilbild da mit Schirmchen und Schiebermütze. Ein Traum. So sieht es dann aus demnächst am Strand. Ja, aber es geht vielleicht auch woanders. Man kann vielleicht doch ins Ausland fahren. Alman Hoca hat dafür einen Vorschlag und schreibt, mit dem Auto findet man einsame Strände. Zum Beispiel Slowenien, Kroatien und in Griechenland. Ferienwohnungen mit Selbstversorgung auch. Dann noch Maske und Abstand halten plus Hygiene. Wo ist da das Problem? Man muss es einfach nur machen. Genau. Kikule nickt. So, dann haben wir hier die Meinung von Stefanie Kasoglu. Sie schreibt, wie kann es sein, dass man in Kürze kreuz und quer durch die EU reisen kann, nicht mehr in Quarantäne muss, aber Kinder dürfen nicht in die Schule. Geht von den Kindern mehr Gefahr aus als von den Reisenden? Also da mal so ein vorsichtiges Gefühl. Und vielleicht ähnlich auch die Meinung von Helga Birkenbiel, die uns, man sieht es, maskiert schreibt, wovon träumen wir eigentlich? Wir haben noch keinen Impfstoff, wissen noch nicht, welche Folgen diese Krankheit hat. Aber wir machen weiter wie bisher, jammern wie die kleinen Kinder, wenn man etwas nicht darf. Bert Aretz schreibt bei uns im Gästebuch, die letzten Wochen waren ein Genuss. Und dazu muss man wissen, er lebt in einem Badeort in Schleswig-Holstein als Einwohner. Wunderbar dort, wunderbares Wetter, schreibt er. Keine Urlauber mit schlechtem Benehmen, leerer und sauberer Strand, reine Luft. So geht Erholung, Umwelt und Klimaschutz. Wenn man auf das Geld der Touristen nicht angewiesen ist. Das ist wahr. Danke für diesen Überblick, Brigitte. Ja, Urlaub ist gleich Erholung. Das gilt für uns Menschen. Und fast zum Schluss der Sendung möchte ich noch einen anderen Gedanken Ihnen mal nahebringen. Für die Natur ist es nämlich
umgekehrt, wir haben ja es gerade schon gehört, die erholt sich, wenn der Urlauber nicht so häufig kommt. So war Venedig vor der Corona-Krise. Übervolle Plätze, Kreuzfahrtriesen in der Lagune und viel Verkehr in den Kanälen. Seit Wochen ist die Stadt nun fast menschenleer. Die Natur erobert sie ein Stück zurück. Im kristallklaren Wasser sind wieder Fische zu sehen. Corona-Auswirkungen auch in Thailand. Am Strand schlüpfen seltene Schildkröten, von Touristen ungestört und in Rekordzahlen, wie Umweltschützer vor Ort berichten. Und in der türkischen Metropole Istanbul trauen sich Delfine erstmals seit Jahren wieder ans sonst so laute Ufer. Herr Ochsinger, wie sieht das bei Ihnen auf Mallorca aus? Holt sich die Natur da auch Strände zurück? Allerdings bei dem ganzen Desaster, wo viele Menschen auch hier auf Mallorca leiden, ist das natürlich auch die schöne Seite der Geschichte. Hier waren auch Delfine im Hafen. Das Wasser ist so sauber wie noch nie. Wir haben weniger Elektrizitätsverbrauch, weniger Wasserverbrauch. Die Luft ist so klar und sauber wie noch nie. Die Strände regenerieren sich selbst. Also es ist wieder weißer Sandstrand da, wo man sich fragt, wo der herkommt. Macht die Natur selbst. Die Tiere trauen sich auch wieder raus. Man hat Kühe und Ziegen am Strand gesehen. Also das ist natürlich schon auch gerade für die Insel, die natürlich jedes Jahr, muss ich auch sagen, obwohl auch wir mit der Bar von Touristen leben, natürlich wahnsinnig überfordert, diese paar Monate im Sommer, wo das der Fall ist. Und das ist auch schön zu sehen, wie die Natur sich mal hier ein bisschen erholen kann. Der Preis dafür, den zahlen die, die im Tourismusgewerbe natürlich beschäftigt sind, das haben Sie eben auch erwähnt, Frau Muchturis, ja. Egal, das haben wir gelernt in dieser Sendung, ja. Ob im Flugzeug, im Hotel oder am Pool, es wird extra viel Platz gebraucht, Hotels können nicht ausgelastet werden, das bedeutet alles auch extra viel Geld. Glauben Sie, dass Urlaub zwangsläufig teurer wird? Aber teurer wird ist so eine Sache. Urlaub braucht wieder einen Wert. Es muss Qualität haben. Und das ist in den letzten Jahren durch Dumpingpreise, wir sehen es an den Fluggesellschaften, für 50 Euro nach hier, nach da zu fliegen. Das Urlaub hat nicht mehr diesen Wert, den man hat, diese Wertschätzung auch nicht mehr. Das erleben wir auch immer wieder. Und wir brauchen einfach eben wirklich Urlaub als Wert. Und dann ist es vielleicht auch mal so, dass man halt nicht zwei- oder dreimal im Jahr in den Urlaub fährt, sondern wirklich diesen einen Erholungsurlaub macht und dafür aber auch bereit ist, eben auch mehr zu zahlen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Also dass eine Fluggesellschaft überleben soll mit den Preisen, denen sie da macht, das kann nicht funktionieren. Es kann auch nicht funktionieren, dass ein Hotel geknebelt wird. Das haben wir im Handelsblatt gelesen und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber es gibt dieses, ich habe auch als Reiseleitung gearbeitet und weiß, wie da Preise zusammengesetzt wurden. Und das kann nicht funktionieren. Es müssen faire Preise geben. Und wir sind am Kunden dran. Wir entscheiden letztendlich, wo der Kunde hinfährt und wo der hinreist. Und der Kunde ist gewillt, auch mehr auszugeben für mehr Qualität, für mehr Nachhaltigkeit. Es gibt viele kleine Veranstalter, die das anbieten, die schon nachhaltig sind, die Projekte haben, die jetzt auch vor dem Ausstehen, weil sie fair sind und an die Hotels bereits gezahlt haben. Das ist alles noch gar nicht berücksichtigt worden. Es gibt ganz viele Reisebüros, die Fernreisen anbieten, die, wenn ein Rettungsschirm nicht kommt, was sollen die verkaufen? Die Herr Bares hat mitgeschrieben, wir haben das Thema eben schon mal behandelt. Eine ganz konkrete Antwort hatte ich ehrlich gesagt auch nicht erhofft, aber ein bisschen Hoffnung können Sie vielleicht heute Abend mitnehmen. Die letzte Frage in dieser Runde an Herrn Kekulé. Menschen neigen ja dazu, auch Gefahren zu verdrängen. Es taucht ja sowas wie eine Normalität manchmal schon wieder auf. Wann kann man mit gutem Gewissen sagen, ich mache ganz normalen Urlaub, Mundschutz, Abstandsregeln, vergiss es? Wann kann man das sagen? Ich ahne die Antwort. Ich bin natürlich kein Orakel, aber ich würde sagen, wir können lernen, damit umzugehen. Das ist ja eigentlich die viel wichtigere Frage. Ich mache schon seit einiger Zeit so einen Podcast, wo die Leute Fragen stellen können. Und ich merke, wir Deutschen kennen uns inzwischen ganz gut aus damit. Und ich glaube, dass wir lange bevor dieses Virus ganz verschwindet, Sie merken, ich weiche ein bisschen aus, wann es verschwinden wird, dass wir lange vorher einfach gelernt haben, damit umzugehen, wie mit jeder anderen Gefahr auch. Es lohnt sich offenbar zu lernen, weil es wird länger dauern. Ich glaube, es wird noch länger dauern. Also in einem Jahr ist es noch nicht vorbei.
Gestatten Sie noch eine Anmerkung dazu? Nee, kann ich jetzt nicht, weil sonst gestatten mir die Tagesthemen keine neue Sendung. Das tut mir sehr leid, Herr Selige Steinhoff, aber da ist die ARD knallhart. Und deswegen sage ich danke an diese Runde, danke für die leidenschaftlichen Statements, danke auch nach Mallorca, heute Abend ein bisschen weiter weg und von Mallorca über Köln nach Hamburg zu den Tagesthemen. Und da ist Ingo Zamperoni. Buenas noches. Was ist Ihr Thema heute? Ja, und nach uns warten ja auch noch ein paar andere Sendungen. Insofern danke für die Pünktlichkeit. Bei uns geht es heute um die Jüngsten. Wir werfen einen Blick in die sächsischen Kitas, die seit heute ja wieder für alle Kinder geöffnet sind. Riskant oder überfällig? Wir fragen die Bundesfamilienministerin, ob Sachsen da ein Vorbild sein könnte. Gleich in den Tagesthemen. Mit Ingo Zamperoni. Und vielen Dank Ihnen allen, sage ich noch mal. Faktencheck können wir morgen anbieten, so kurz vor Mittag. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Gegen 21 Uhr, 21 Uhr, 20, 21 Uhr, 15, wer weiß das schon genau. Dankeschön und guten Abend. Jetzt empfehle ich Ihnen die Tagesthemen.